Ja, und dann kam 1945. Da ist man ja monatelang gar nicht rausgekommen, hat man sich ja gar nicht rausgetraut. Und direkt im Frühjahr 45 waren ja viele, da sind noch viele Soldaten da gewesen, da waren Kämpfe. Und als dann der Krieg zu Ende war, haben meine Eltern gesagt, also jetzt müssen wir rausgucken, was unser Garten macht, wie es da aussieht auf dem Pfingstberg. Und da kann ich mich ganz genau erinnern, als wir da hochkamen, unseren Weg hoch, da war es ein Grauen. Da hat unsere Laube schräg gestanden auf dem Fundament. Und quer? Quer. Und die Laube dahinter, die war vollkommen zermalmt. Also war da ein... Da war Beschuss noch von deutschen Soldaten und da ist ein Panzer in den Weg reingefahren und da hat er Beschuss bekommen und da hat er gedreht und da hat er unsere Laube mitgenommen, so ein Stück, und die andere Laube war vollkommen kaputt, ehe er dann wieder rauskam. So, und das war ein toller Anblick für meine Eltern. Aber mein Vater, der hat den Mut nicht verloren, der hat dann alles vorbereitet und dann wurde die Laube wieder hergerichtet. Der hat alles hochgestemmt da mit allem Möglichen und hat ein neues, das Fundament wieder ausgebessert. Und dann kann ich mich auch noch erinnern, dass alles dann soweit war, dass die Laube wieder gerade gerückt wurde. Da sind noch Leute zufällig vorbeigekommen, die da spazieren gegangen sind. Die haben mitgeholfen. Denn das ist ja doch so eine Laube ganz schön schwer, die da nun so hoch zu hieven. Ja, und dann hat er noch ein paar Bretter von der zermalmten Laube, das bisschen, was noch übrig blieb, haben die Nachbarn gesagt, das nehmt euch mal. Und dann hat mein Vati die Laube wieder in Ordnung gebracht. So. Natürlich ist sie dadurch auch nicht so, wie die anderen, so sind die neuen, ein bisschen krumm und schief. Das war nicht zu vermeiden.